Ich bin nicht Paul, aber ich versuche heute mal Paul zu sein und werde Dinara einige Fragen zu ihrer heutigen Partie stellen. Dinara, bist du mit deiner Partie heute zufrieden? Wie war die Partie für dich? Ich bin sehr glücklich, dass ich meine erste Halbpunkt geholt habe. Ich habe eine gute Stellung nach der Eröffnung und ich denke, ich hatte ein gutes Vorteil, aber leider es habe nicht geklappt. Ja. Und am Ende war es etwas schwierig für dich geworden. Am Ende war ich verloren, aber es war sehr glücklich. Ja, das Glück Kaisers war auf deiner Seite. Ja, mehr gibt es eigentlich wahrscheinlich zur Dinaras Partie heute gar nicht zu sagen. Meine Und Partie, du? ja, meine Partie war sehr kurz, gebe ich zu. Ich habe aus der Öffnung nichts geholt. Das war aber nicht so schlimm, weil Botvinnik sagte immer, wenn man eine Partie verloren hat, ist es gut, die nächste Partie Remis zu machen. Und ich dachte, Botvinnik ist mir sehr sympathisch. Und genau deshalb war das heute eigentlich für mich auch keine ungewöhnliche Strategie. Zumal das Turnier noch sehr lang ist und wir natürlich ja immer die gleichen Gegner haben hintereinander weg. Das heißt, Dinara macht den Start morgen gegen Kostenjuk. Ich spiele morgen logischerweise gegen ihre Gegnerin und ich werde praktisch alle die Gegnerin bekommen, die Dinara vorher erst anarbeiten muss. Und dadurch, dass sie heute eine sehr lange Partie gespielt hat gegen Shansaya, ist das für mich ganz gut, weil dann morgen ich eine Shansaya bekomme, die nicht besonders glücklich war, heute ihre Gewinnstellung nicht gewonnen zu haben. Eine spannende Frage ist, wie wir unsere Zeit verbringen. Genau, wenn wir nicht Schach spielen, dann sitzen wir hier auf meinem Bett und essen Schokolade. Ist auf jeden Fall ganz toll für die Nerven, auch für die Figur, habe ich gehört. Und ansonsten, du warst mal am Spa gewesen. Es war super. Und zwar super, es gibt dort eine türkische Sauna, eine normale Sauna und ein Schwimmbad. Und du warst beim Frühstück. Wie ist das Frühstück? Es ist etwas Besonderes. Sie haben so viele coole, tolle Essen. Okay. Zum Beispiel, sie haben 5 Sorten von Smoothie und Pokeball Pokeball ist eine Art von Bowle mit Reis. mit Reis, Lachs. Verschiedene Grüne und etwas Kräuter. sehr. Ja. Es ist typisch asiatisch, weil wir in Deutschland haben keine Bowls. Außer natürlich in den Shopping-Centern, wo man nur eine Bowl zum Mittagessen bekommt, gibt es das hier scheinbar beim Frühstück. Ich war nicht beim Frühstück, deswegen kann ich da nicht mitreden, aber vielleicht kommt das noch. Ansonsten gibt es noch ein Shopping-Center. Was gibt es da zu sehen, Dinara? Viele verschiedene Sachen. Bank, ich bin nur bei Bank. Ah, du warst nur bei der Bank Geld abheben. Das ist immer ganz wichtig. Wenn man als Frau in ein Einkaufszentrum geht, braucht man natürlich Geld. Das ist ein Lebensutensil für die Freizeitbeschäftigung. Ja, das sind eigentlich so alle Tätigkeiten, die wir hier während unserer Freizeit ja machen können. So, das war's auch schon von unserer Seite von Kasachstan TV. Ich verabschiede mich. Ich stelle schöne Grüße nach Deutschland. Paul, wir sind am Start. Wir sind dabei. Wir übernehmen deinen Job. Schönen Abend euch alle. Tschüss. Tschüss.